Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um das Thema Photoshop, beziehungsweise wie ich in Photoshop sorge, dass die Gebäude nicht mehr so aussehen, als würden sie nach hinten umfallen. Wenn wir uns das Gebäude jetzt mal anschauen, ich sag mal, es sollte auch jedem bekannt sein normalerweise, der Reichstag in Berlin ist das. Und zwar ist das jetzt hier das Problem, dass ich bei 17 mm, das heißt sehr weitwinklig fotografiert hat, hier auch dann aussieht, als würde das Gebäude hier nach hinten kippen. Man hat hier links und rechts, sieht man das ganz deutlich, dass das Gebäude aussieht, als würde es nach hinten kippen, beziehungsweise es sieht einfach schräg aus. In diesem Video zeige ich dir nun, wie du es schaffst, dass das Gebäude nicht so aussieht, als würde es nach hinten kippen. Und das ist wirklich sehr, sehr leicht. Also ich würde sagen, das ist wirklich Stufe Anfänger, das kriegt wirklich jeder hin. Ja. Alles, was ich dafür erstmal tun muss, ist erstmal die Ebene duplizieren, weil wie jeder weiß, beziehungsweise ich erinnere euch immer daran, wir arbeiten nicht auf der Hintergrundebene, sondern wir tun immer einen nächsten Schritt immer in einer duplizierten Ebene machen. Das heißt, wir tun hier in der Hintergrundkopie arbeiten. Ja, warum das dann Ganze so ist, zeige ich euch dann gleich. Auf jeden Fall müsst ihr dann hier oben bei Filter, dann auf Objektivkorrektur und dann lädt sich hier das Bild erstmal dann rein. Dann geht ihr neben auf Benutzer definiert. Ich mache nie Autokorrektur, ja. Benutzer definiert ist natürlich immer ein bisschen besser. So, als nächstes müssen wir dann jetzt hier vertikale Perspektive, ja, hier zeigt schon an, was das Ganze macht, ja. Wenn ich jetzt hier mal den Regler verschiebe, dann sieht man es, wie das Gebäude sich schon so langsam verschiebt. Das, was wir aber machen müssen, weil es sich ja nach hinten, also es sieht aus, als würde es ja nach hinten fallen, müssen wir es ja nach links bewegen. Und jetzt sieht man es, was damit an eigentlich passiert. Das Gebäude sieht dann gerade aus. Ja, man darf es aber auch nicht übertreiben. Der Nachteil ist allerdings halt, wenn man das Ganze macht, ich gehe mal hier ein bisschen raus, beziehungsweise ich gehe mal aus der Skalierung hier raus. Das nimmt uns halt ziemlich vom Rand hier ziemlich was weg, ja. Also das heißt, wenn ich am Ende noch ein rechteckiges Bild haben möchte, ja, sind wir halt wirklich dann so. Ja, das heißt, wir haben jetzt hier links und rechts ein bisschen am Rand verloren, beziehungsweise es sieht halt nicht mehr so gut aus. Aber ich lasse das jetzt gerade mal ein bisschen weiter weg stehen, dass wir das ungefähr sehen. Aber ich denke mal hier ungefähr bei Wert von bei mir von ca. 30, 35 sieht das Ganze schön gerade aus. Ja, jetzt, wenn ich aber hier noch genauer hinschaue, habe ich hier, wenn ich jetzt hier aber noch mal näher hinschaue, haben wir jetzt hier noch mal so eine leichte Krümmung drin und das macht sich dann mit der Verzerrung hier oben. Ja, und da bewegt man den Regler ganz leicht, so dass sich die Verzerrung ein bisschen aufhebt. Ja, ein Wert von minus 3 reicht hier schon und jetzt hier haben wir es wirklich fast schon gerade gut. Eine kleine Welle haben wir noch drin, aber zu 100% ist wirklich rauszukriegen. Ist dann wirklich sehr, sehr schwer. So, wenn ihr damit dann fertig seid, einfach auf OK gehen und das Ganze ist dann natürlich fertig. Ja, ich habe jetzt halt Skalierung drin gelassen, aus dem Grund, dass ich euch das Ganze mal zeigen kann, was damit dann eigentlich geschieht. Ja, ich tue das Ganze jetzt hier gerade nochmal ein bisschen anpassen. Ja, also man sieht quasi, wenn man wirklich ein rechteckiges Bild haben will, muss man das Ganze hier dann schon so anpassen und man verliert halt wirklich sehr viel an Ränder. Ja, also das heißt, wir haben jetzt hier an sich das Gebäude dann abgeschnitten. Ja, gut, es geht jetzt nicht anders, muss ich halt auf Enter drücken und dann sieht das Ganze halt so aus. Ja, jetzt kann ich euch halt zeigen, warum ich jetzt mit einer Kopie gearbeitet habe, ganz einfach. Um euch den Vorher-Nachher-Vergleich zu zeigen, ja. So sah es vorher aus, ja, man sieht es jetzt etwas schlechter, aber hier hat man halt wirklich sehr schräges Feld halt nach hinten und hier, das ist gerade. Ja, also das ist schon wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und ja, das war es an sich schon, ja, und so stellt ihr das Ganze ein, dass das ganze Gebäude nicht mehr so aussieht, als würde es nach hinten fallen, sondern so, dass es wirklich wie, ich sag mal, ein richtiges Gebäude auch gerade aussieht. Und das macht man ganz einfach halt in der Objektivkorrektur. Also es ist wirklich sehr einfach, sollte jeder hinbekommen,
falls es trotzdem noch Fragen gibt, schreibt es einfach mal unten in die Kommentare rein. Oder falls ihr noch andere Fragen habt zum Thema Photoshop, ich bin für alles offen. Schreibt mir, schreibt es in die Kommentare rein, wo auch immer. Hauptsache, ich kann es lesen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.